Okay. Uiuiui. Ja. Lesen. Brand legt auch Alkoholschmuggel frei von Daniel Josephson. Bayfield County Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Ashland entdeckten eine offensichtliche Schwarzbrennerei, während sie in den Wäldern von Old Ogden einen Brand bekämpften. Den Beamten zufolge beinhaltete die Brennerei einen Propanofen und einen 4 Gallonen fassenden rostfreien Stahltopf, der zur Aufbewahrung der Whiskymeische verwendet wurde. Aufgrund der Größe der Brennerei glaubt Bayfield County Sheriff Hank Schaefel, es könne sich dabei um einen Teil eines Alkoholschmuggelvorhabens handeln, obwohl er zugab, dass es im County noch weitere Brennereien geben könnte. Warum obwohl? Naja, Polizisten vor Ort bargen, ich kann echt nicht mehr lesen, bargen eine halbe Gallone schwarzgebrannten Apfelschnaps und eine Gallone geschmacklosen Schnaps. Apfelwein und Zimtstangen wurden auch neben der Brennerei gefunden. Die Polizei konnte noch nicht feststellen, wem die Brennerei gehört. NASA startet ATS-6-Satelliten. Von der Associated Press. Cape Canaveral. Alles klar. NASA startete heute in Florida den weltweit ersten sogenannten Bildungssatelliten und verleiht den Vereinigten Staaten dadurch einen mächtigen Vorsprung in der Telekommunikationstechnik. Der Applications Technology Satellite 6 überträgt direkt Bildungsprogramme in mehrere Länder wie die Vereinigten Staaten, Kanada, Indien und Australien. Die NASA glaubt, der Satellit würde mindestens die nächsten 5 Jahre in ständigem Kontakt mit der Erde bleiben. Ah ja. Okay. Oder auch nicht. Zurücklegen. Diesen Text. Einst lebte ein Zauberer in einem alten Haus und breitete. Das kennen wir doch schon. Ja, kennen wir schon. Zurücklegen. Das sieht nach der Schwarzbrennerei aus, würde ich sagen. Öffnen. Will ich das? Aha. Okay. Okay. Das ist definitiv ein anderer Dachboden gewesen. Hier. Also kleiner als der, wo. Also irgendwie. Also. Hä? Komisch. Wir sind auf jeden Fall woanders, als wir waren, weil wir sind doch da hinten hochgegangen, ne? Wo es jetzt gar nicht hochgeht. Ein Haus mit. Ja, jetzt kapiere ich es. Ja, ja. Das hat ein bisschen gedauert. Ja, ja. Aber krass. Geht's hier hin? Der schlurft aber auch durch die Gegend. Das ist unfassbar. Hier runter? Vielleicht auch besser so. Huch. Ja, da kommen wir bestimmt noch hin. Wir können ja umgehen. Will ich da schon hin? Oder will ich mir das erst angucken? Da kommt. Ich kann ja bestimmt nochmal zurückgehen. Es verschwindet hier ja nichts. Das ist ja das Gute an dem Spiel. Also bisher zumindest. Ist ja nicht, wie es noch so wird. Geht anscheinend nirgendwo weiter, was den Wald angeht. Oder? Nee. Nee, sieht ziemlich felsig aus. Können wir hier was machen? Angucken. Tun. Aufzug, oder? Es ist ein Aufzug. Aber wir können nichts machen. Da, ja, so ohne Knöpfe. Dann kommen wir da wahrscheinlich nicht runter. Aber vielleicht durch eine Vision wird das doch vielleicht aufgedeckt. Bin gespannt. Boah, dieses Spiel.
Das mit den Türen eben, das war so, ja, okay. Das war ein Glücksspiel irgendwie. Aber nicht schlecht gemacht. Komm da hoch. Bin ich so transusig hier dran vorbeigelaufen, aber ich glaube nicht, ne? Oh doch. Oh doch. Hier durch. Jep. Also ein Wohnhaus ist das nicht, oder? Hoffe ich mal. Vielleicht ein Bedienstetenhaus oder so. Oh Gott, schon wieder so eine Musik. Das ist doch. Na, kommt es euch bekannt vor? Der Irrgarten. You need to talk to your son. He was poking around in the old Vandergriff house again. Said he found some secret room. Yeah, really? Okay, er wird mit ihm reden. Ich hätte nicht gedacht, dass es aufhört, wenn man rausgeht. Okay, das hier ist das Bedienstetenhaus bestimmt. Oder ist das hier das Vandergriff-Anwesen? Und das andere? Nee, aber das andere war doch viel schicker, oder? Huh. They're getting worse. They keep talking about this thing, this sleeper. I know. What I don't know is if it's real or not. Okay. Was ist das denn? Das sind genau die Räume von eben. You have to help us. It's the only way. It wants Ethan. You're crazy. You've all gone crazy. Okay. Ich denke nicht. Okay, in dem Raum waren wir gerade. Gehen wir mal hoch. Prinzip ist es nicht gerade schlau, in so einem instabilen Haus hier ganz oben rumzulatschen, aber naja. It's not my fault. I didn't mean for any of this to happen. Was hat Ethan denn damit zu tun, dass das passiert? Mit dem Schläfer. Warum er der Schläfer ist? Travis, wer auch immer das ist. Die beiden kenne ich auch nicht. Okay, Text. Der Tag, an dem das Foto gemacht wurde. Onkel Chad war gemein, Papa war traurig, Mama war wütend. Travis war laut, Opa war ruhig. Okay. Ups. So, zoom. Dann ist da. Okay. Zurücklegen. Warum packt er das nicht ein? Ich verstehe es nicht, Junge. Ist hier was? Okay. Waren wir hier schon? Ja, da sind wir gekommen. Jetzt wieder raus. Hier haben wir auch schon reingeguckt, ne? Alle Räume hier. What did you do? What did you wake up? Nothing. Was? I found a room, I walked into it, that's it. Ist der Zauberer der Schläfer? Ist das möglich? You can feel it, right? Something, something coming from the Vandergriff house. I can feel it. Okay.
Wow. Ist das stürmisch geworden, oder was? Oh, eine alte Wasserpumpe. Ist ja cool. Okay, also doch kein wirklicher Ort, sondern nur das Vandegrift-Haus, würde ich sagen. So, kommen wir hier irgendwo hin? Irgendwo von Interesse? Weil irgendwie muss es ja jetzt weitergehen. Ich habe nur keine Ahnung, wie. Wie widerstrebt es mir, hier lang zu latschen, weil ich möchte da hinten hin. Menno, aber wir gehen trotzdem mal hier lang. Da? Da irgendwas? Patsch, patsch, patsch. Hier weiter kommen wir nicht ins Wasser. Zu Füß. Huch. Na, na, na. Okay, kommen wir nicht hin. Mal eben die Schuhe sauber gemacht im Wasser. Und jetzt? I've stepped through too many portals. Been present in too many worlds simultaneously. Bits and pieces of me stay on the other side, waiting. Whenever I return, I bring parts of those worlds back. Do you know what ghosts are? They're sad, evicted things. Memories without homes. Okay. Da hat man ja fast Mitleid mit Geistern. Ich hoffe, wir können irgendwie noch den Fahrstuhl da aktivieren, dass wir runterkommen zu diesem großen Gebäude da hinten. Schade. Aber ich denke, das Spiel ist noch relativ am Anfang. Daher bin ich da gute Hoffnung. Ansonsten haben die da so ein schönes Gebäude hingepackt und man kann nicht hin. Nee. Nee. Also ich würde mir nicht so viel Mühe machen dann. Links oder rechts? Links oder rechts? Rechts. Oder links? Oder rechts? Oder. Wir gehen erstmal hier lang. Ich mag das nicht, wenn man sich so entscheiden muss. Großer Felsen. Wow. Uiuiui. Das. Das hat er wahrscheinlich im Hintergrund nachgeladen. Das war zu krasser Einbruch auf einen Frame runter. Das war ein bisschen heftig. Okay, da hätten wir da hochgehen können. Gucken wir hier erstmal um. Da kommt man bestimmt wieder nicht rein. Das wiederholt sich. Okay. Also ein bisschen recycelt. Tor. Kommen wir bestimmt nicht rein. Wäre ja auch zu einfach. Nee, ist, Das Tor sieht so ein bisschen peinlich aus, muss ich sagen, wenn man nicht dran ist. Aber ansonsten, die Landschaft ist halt der Hammer. So. Hier hoch. Tiere. Ist hier echt ein fieses Let's Play Spiel, weil so viele Passagen sind, die man einfach zuquatschen müsste, aber mal rauflatschen. Passiert. Aber ich glaube, das ist fast nicht nötig. Uiuiui. Also was ist denn jetzt los hier? Vielleicht packt mir Fraps gerade die Festplatte voll ohne Ende.
gerade eine längere Session aufnehmen, weil es einfach Spaß macht. Ich Cut setzen muss, wenn die Spielszene gerade gespeichert ist, sonst kann ich alles nochmal spielen, was ein bisschen ärgerlich wäre. Okay. Wahrscheinlich wären wir von da hochgekommen, ne? Ich lauf mal kurz runter hier. Ja, sieht so aus. Da sind wir an zwei Weggabelungen lang gekommen. Da mal lang? Ja. Ja, ja, passt. Alles gut. Hier war doch... Moment. Gar nicht gesehen, ne? Habe ich die ignoriert? Ja, macht ja nichts. Gut, laufen wir wieder hoch. Ui. Ui, da kommt er gar nicht hoch. So, jetzt geht's. Können wir wieder langsam gehen? Wer hat denn aber auch diese Schneise hier reingefahren? Heftig. Die Vögel und das alles. Es ist so schön. Kommen wir jetzt an? Fühlt wir irgendwie wieder bei dem Anwesen. What do the dead have to say? You'd be surprised by how little they know. The dead can't explain what it means to be dead. They walk down stairs that disappear beneath their feet, headed for some bright blade of memory they'll never reach. Okay. Nee, das Anwesen ist da, glaube ich, irgendwo. Würde ich sagen. Uiuiui. Das Spiel läuft eigentlich konstant mit knapp 30 Frames. Aber irgendwie... Da waren noch Gebäude. Oh, eine Kirche. Okay. Ist das tatsächlich eine Stadt oder was? Da, wenn hier so Kutschen durchgefahren sind, dann haben die Leute, die Räder gemacht haben dafür, echt ein gutes Geschäft gehabt. Zwei Kirchtürme? Zwei Kirchen nebeneinander? Also kommen wir jetzt doch in der Stadt. Kommen wir etwa auf den Friedhof? Bitte lass keinen Friedhof daneben sein. Doch. Das sind doch Mausoleen. Sehr unschön. Wirklich sehr unschön. Die Kirche ist zu. Natürlich. Können wir hier irgendwas lesen? Ruhe in Frieden. Wow, das ist auf Deutsch geschrieben. Das ist nicht schlecht. Das gefällt mir. Mal eben. Ruhe in Frieden. Okay, sind alles die gleichen. Sieht nett aus. Ein bisschen brutal. Hm. Fehlen die Arme? Hier ruhen in Gott, meine liebe Frau Tusnelda Schöneberg, geborene Dams. 1874 bis 1934. Aha. Tusnelda. Ach ja. Okay. Gehen wir in die Kirche. Sieht aus wie eine Kirche. Nur ein bisschen dunkel, so ohne Kerzen. Da will ich nicht hin. Ich gehe trotzdem mal hin. Aber geht's nicht weiter, okay. Ist hier vielleicht ein Gebetsbuch, ja. Und schnappen können? Nö. Gut.
bestimmt nur der Glockenturm, denke ich mal, mit der Uhr. Versuchen. Und endlich wieder was tun, außer laufen. Streichhölzer, Ölkanne. Lampe. Ha, okay. Oh je. Hat in der Kirche gebrannt. Holen wir uns die mal schnell. Wenn wir da reinkommen, also da hinkommen zur Öllampe überhaupt. Spannend. Huch. Ich sehe hier nichts, wo es gebrannt haben könnte. Es ist einfach zu dunkel. Ist nix. Ja, ah! Okay. Ah, okay. Sind wir im Glockenturm untersuchen? Dass sie kaputt ist, erkenne ich jetzt nichts. Verbogen. Rostet. Nehmen. Hoch. Schade. Oder eigentlich ganz gut so. So, hoch. Schwung gehabt. So, gucken wir mal weiter. Öllampe. Tja. Was? Okay, jetzt ist hier eine Öllampe. Das ist schon mal ein Fortschritt. Ich habe so Gänsehaut gerade. Ich möchte da nicht rein. Okay. Mörtel, Kelle, Ziegelhaufen. Arbeit fallen gelassen. Wochen. Aber. Okay. Was ist das denn? Todesrune. Ziegel. Sollte zugemauert werden, wenn ich das richtig sehe. Griff. Krähe. Ah, keine Krähe. Krähe. Liegt da neben einem Grab. Klar. Laufen wir da mal schnell hin. Huch. Also ich mag Friedhöfe nicht. Gibt ja so Leute, meine Oma ist auch immer gerne, das macht sie jetzt nicht mehr, so bei Friedhöfe gelatscht. Okay, das ist die Krähe, würde ich sagen. Und hat sich so einfach die Namen auf den Grabsteinen angeguckt. Und, ja, ne? So, oder nicht nur die Namen, auch die Grabsteine an sich und sowas. Ich meine, die sind teilweise ja echt schön gearbeitet, das muss man sagen. Aber, ich muss das nicht haben. So, ziehen. Was ne... Wie krass ist das denn? Was eine Konstruktion, das gefällt... Here lies my beloved wife, also hier liegt meine geliebte Frau, Emmett Vandergriff. Ah. Dann stand was auf Latein da drunter und, ja, das ist doch der vom Foto, der Onkel bestimmt, ne? Untersuchen. Todesursache.
Brustwunde, kein Blut, postmortal. Rückenwunde. Das sieht aus wie ein Opfer. Ich untersuche erstmal das. Der hat das gerade echt rausgerissen. Uah. Ein bisschen blutig. Rühren. Okay, da können wir noch was aufdecken. Oder müssen wir auch? Ja, müssen noch was aufdecken. Mit der Öllampe sind wir ja noch nicht fertig. Symbol wieder. Okay, und das können wir nicht machen hier. Geht nicht. Irgendwie. Nee, da geht's auch nicht rein. Blut. Zeichen eines Königs. Verschiedene Fußabdrücke. Eine Blutspur. Opfer verwundet. Fleck. Okay. Mann, oh Mann. Man könnte jetzt ein bisschen makaber sein und sagen, ja, er liegt ja gleich richtig. Es ist angeleuchtet. Was ist denn das? Sieht ein bisschen komisch aus. Kommen wir da hin? Kommen wir nicht hin. Glaube ich, nur von der Sonne angeleuchtet gewesen, hoffe ich. Hier noch was machen. Huch. Sieht nicht danach aus. So. Können wir hiermit jetzt irgendwas machen mit der Öllampe? Ne, wir müssen irgendwas noch aufdecken. Mindestens noch ein Ding. Damit wir den. Oha. Oha. Ach, Schande. Oh mein Gott. Dolch fixieren. Okay. Dann, würde ich sagen, war das Geräusch, das wir... Alter Schwede. Das Geräusch, das wir hören wollten, sollten, wie auch immer... Berühren wir den nochmal, auch wenn ich den nicht berühren möchte, aber das macht ja zum Glück der Paul. Reicht es schon? Es reicht! Der ist bestimmt besessen. Immerhin. Da leuchtet nichts. Da oben leuchtet es. Schauen wir uns das mal an. Wie viel denn noch? Hä? Was sind die denn da? Ihn gesucht? Kann das sein? Leuchtet es noch. Okay. Chronologie. Moment. Würde ich sagen. Da habt ihr die Öllampe noch nicht. Ist das die 1?
2? Ich weiß es nicht. Was ist die 3 und 4? Versuch's einfach mal. 3. 4. Müssen die da irgendwie weggegangen sein? Hier hinten hin? 5. Und er drin. Huch. Verlaufen. Ist die 6. Ah, wir können schon visualisieren. Our boy. Chad is putting our boy in that crypt. And bricking him up, giving him to the sleeper forever. The hell's going on? Where's he? Okay, das war vielleicht falsch. Doch nicht die 2. Vorherige? Jetzt vielleicht? Our boy. Chad is putting the hell's going on. Where's Ethan? Vielleicht doch nicht. Vielleicht. Das hier auf jeden Fall machen wir mal so rum wieder. Und dann tausche ich die da oben vielleicht mal um. So. Ne, die 2, die 1 ist richtig. Die 2, was ist denn die 2? Hier stehen sie doch schon bei ihm. Hat er da schon die Wunde? Hat er keine Wunde? Oder? Kannst du dich erkennen? Quatsch. Also im Prinzip ist das eigentlich. Ist hier eigentlich auch noch markieren? Nur logisch? Nee. Okay. So, ich. Immer die 2 draus, ne? Ich habe keine Ahnung. So. Können wir ja überspringen, die 1. Our boy. Chad, get off of him! Nee. Okay, das ist falsch. Das dachte ich mir allerdings schon. Hätte mich gewundert. Das ist bestimmt das letzte Stückchen. Wo ist der? Moment. Das da oben muss die 2 sein. Ich verstehe es nicht. Ist das da oben die 5? Dass er sich noch mal umgucken. Our boy. Chad is putting our boy. Chad, let me see it. Auch falsch. So, ich muss erstmal rauskriegen, was die 2 ist. Bleibt ja eigentlich nur noch das hier. 2. So ein Trial and Error gerade. Chad is. You know he's harmless.
You know this is wrong! Chad, finish those bricks before he wakes up. Ah, my eye! Chad, let me see it! Get the hell away from me! This is Dale's fault. He should have been helping! Dale's weak. He always has been. You're right. He is weak. Chad! Get off of him! He's your brother! Get off of him! The hell's going on? Where's Ethan? The one who sleeps must not sleep. Your Uncle Chad is dead. Rose. Ethan. Okay, wow. Ja. Dann wissen wir jetzt auch, wie der gestorben ist. That's not right. Ethan's our boy. Dad, I need to get into the mine. What? Mine? My key. I don't have it. I guess I'll use the tunnel near the gate. Just keep Mom away from me, all right? She's sick. You're all sick. Okay. The sleeper must not sleep. Ethan disturbed something. Whatever it was, it got out into the air and into the minds of his family.